Cheerio, meine lieben Fußballfreunde. Willkommen zurück zu FIFA 19 Karrieremodus mit dem ersten FC Kaiserslautern. So. Ja, heute beginnen wir sogar mit einem selbstgespielten Spiel. Und zwar spielen wir das Spiel gegen den FC Energie Cottbus. Und zwar im DFB-Pokal. Bin sehr gespannt. Wie sieht es mit den Spielern aus? Wir sind einigermaßen alle noch fit. Krause ist sogar schon mal in der 70 sehe ich gerade. Ja, dann wollen wir mal loslegen, ne? Legen wir mal los. Im großen DFB-Pokal. Ich wollte erst diesen Spiel ja nicht spielen. Selbst spielen, weil ich das fand, ich will das nicht beeinflussen. Ich will das ja eher den Fähigkeiten dieser Mannschaft überlassen. Aber da wir mittlerweile auf Halbprofi spielen und das sehr bescheiden ist, naja, spielen wir die jetzt selber. Hier, schöne Aufwärmübung. Und los geht's. DFB-Pokalspiel. Ja. Heroische Musik. Ja, Wolf Fuß und Frank Buschmann sind nicht dabei. Die haben beide Kehlkopfentzündungen, die können nicht sprechen. Johannes Eggestein im zweiten. Ja, hat ja beim letzten Spiel, also das sie mir jetzt haben, zwei Tore geschossen. So, ich habe den Sound jetzt mal ein bisschen lauter gestellt als das letzte Mal, weil ich fand ihn noch ziemlich leise. So, und das Spiel geht los. Zickert. Cottbus ist ja auch aufgestiegen wieder, finde ich sehr schön. Auch eine Traditionsmannschaft, die ich echt feiere. Und das ohne Investor, so wenn ich das weiß. Wenn sie auch Investor haben, dann schämt euch. Ja, Mann. Eieieiei, Verity zu Mamba. Ah, sehr schön. Kraus. Fechner. Na. Ah. Lauf doch! Spalvis schickt Azawi. Azawi mit der Flanke! Oh, wo geht die denn hin? Ach du Schande. Dein Fehler, ich weiß. Eieieiei. FCK. Ich habe da unten das Radar auch noch an. Ich weiß gar nicht warum. Muss ich mal bei Zeiten ausmachen. Oh nein, 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 nein. Sehr schön, Kraus. Wieder auf Azawi. Azawi. Ich will gegen Azawi nichts sagen. Er spielt gut. Das war das. Das war ja wohl seine eigene Schuld. Ich wollte gerade sagen, ey. Wieder Pfeif. Oh, ist das dein Ernst? Die machen da schon Fehler und wir können das nicht. Das geht hier gerade ein Fehler nach dem nächsten hier. Zickert auf Mamba. Weitlich. Germann. Jo. Und das. Oh, es war abseits. Warum lässt du es nicht laufen? Nein. So, jetzt geht's. Hainaut. Hainaut ist der einzige Nationalspieler bei uns, ehrlich gesagt. Er spielt nämlich für Kanada. War ich ganz überrascht. Sehr schön, Azawi. Aber Jojo Eggestein kommt nicht ran. Aber es gibt eine Ecke. Spieler im Fokus, Tim Kruse. Auch schon ein bisschen älter, ne? 35. Das ist immer so traurig, wenn man das hört. So 35, auch schon ein bisschen älter. Wenn man ja zum Beispiel mit Claudio Pizarro das beste Beispiel, er spielt noch mit 40. Auf sehr gut. Schön. Sternberg. Und da ist Sam Schreck. Oh, Spalt schat ihn. Oh, guter Versuch, Schreck. Guter Versuch. Kann man nichts anderes sagen. Heimlein. Hainaut. Oh. Sehr schön. Das ist immer so gut, wenn die Abwehrleute mit vorne sind. Die Verteidiger. Hast immer schön Kopfpower dabei. Hemlein rettet ihn vom Aus. Schreck. Na, kommt Fechner nicht ran. Oh, Hemlein hat sich ihn geholt. Kommt mit der Flanke. Azawi! Was ist los mit euch? Alter, was ist denn los? Das war schon im Spiel gegen Dings das Problem, gegen Oerding. Die Abschlussschwäche, Alter. Das ist so grausam. Das ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Hey. 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 Wow.
Oh, puh, warum ist... Warum ist er da hinten so frei? Was schön, dass er da auch wieder einen Fehler macht. Hamlin sieht Asta. Schön, spielt erstmal zurück auf Kraus. Ah, Mist. Kraus jetzt mit weiter vorne. Das ist sehr gut. Hilft da ordentlich mit. Schreck. Spalvis. Sternberg. Azoi. Oh, Spalvis. Engstein, Tor! Wunderschön, wunderschön, wunderschön einfach nur. Yeah! Schön von Spalvis aus hier. Vertreten, dann auf Engstein. Und der haut das Ding da einfach mal schön in die Wicken. Sehr schön, Jojo. Sehr, sehr schön. 1-0. Ich werde jetzt. Es scheint, dass ich so ein bisschen warm werde mit dem Halbprofi, aber jetzt will ich nicht zu laut sagen, weil sonst geht das dann wahrscheinlich wieder in die Hose. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn das mit Azawi so weitergeht, werde ich mich nach einem neuen Spieler für die linke Seite umsehen. Weil die Flanken, ja. Ganz offen ehrlich. Schön, wieder das Ball bis auf Eggestein. Eggestein! Nein! Jojo, Eggestein heute richtig am Drücker. Richtig gut heute. Es geht weiter. Spahic. Fechner. Spalvis. Schickt schon wieder Eggestein. Was ist denn heute los hier? Eggestein! Tor! 2-0. 2 zu fucking 0. Durch Johannes Eggestein. Der Junge blüht auf. Der Junge blüht einfach auf. Jojo Eggestein. Oh, sehr schön. 2 zu 0. Was will man dazu sagen? Nein, ich werde es nicht noch höher stellen. 2 zu 0. Oder wenn man ein Spiel mal höher gewinnt, das ist kein Grund dafür, jetzt auch noch auf Profi oder so zu stellen. Das könnte knicken. Zumindest nicht mit diesem Pad derzeit. Das könnte knicken. Yeah. Ja, was soll ich sagen? Erste Halbzeit echt gut. 2 zu 0. Wette will man mehr. So. Dann würde ich da gerne die Taktik umstellen. Und zwar möchte ich gerne Taktiken, ich möchte gerne Dings spielen. Defensiver Stil. Ja, den möchte ich gerne, kann ich den nicht automatisch hier einstellen? Dreck. Okay, dann mache ich mal kurz so, warte. Ich möchte nämlich gerne ein bisschen defensiver spielen, so. Genau. Hamlin als Zoe, das ist super. Dann hole ich mal Streck daraus. Ich würde sagen, wir machen packen Bergmann rein, weil Bergmann sowohl defensiv als auch offensiv spielen kann. So, weiter geht's. Zweite Halbzeit. Schade, dass hier so viele Tore jetzt fallen. Also ich finde es zwar gut, aber na, Torhymnen kommen ja immer nur im Heimstadion. Was machst du denn da? Obwohl Eggestein hat ihn. Alter! Was machen die denn da? Bergmann! Oh. Habt ihr das da gerade gesehen? Quirlig im Angriff. Ja, Eggestein. Huch. Sehen, auf Wiedersehen. Ich habe jetzt aber. Ich habe sehr defensiv. Nein, wir machen defensiv. Nicht sehr defensiv. Sehr defensiv können wir machen, wenn wir irgendwie 3-0 oder so führen. Dann kann ich mich einmauern. Er spielt am Fokus. Er war schon vorher am Fokus wegen seinem Doppelpack. Dann hat er wieder einen Doppelpack gemacht. Lassen wir mal mehr. Schön. Bergmann, schön auf. Jojo Eggestein, der schickt ausnahmsweise mal. Spalvis wollte das zumindest, aber Spalvis ist leider nicht so schnell. Ne. Gegen Kraus hast du keine Chance im Kopfballduell. Ach. Sehr schön. Was Roma Asta da unten macht, mir gefällt's. Spalvis! Nein, es war eher Bergmann, aber wurde leider aufgehalten. So, Einwurf. So, Cottbus wechselt aus, Germann geht raus. Den Neumann kann ich nicht sehen. Warum gibt es da keine Anzeige derzeit? Das ist ein bisschen nervig. Zimmer kam rein. Und der holt den Ball auch gleich wieder ins Aus. Asta, schön auf Hemlein. Mist.
Fetiriti. Fetiriti. Oh, Fechner, schön. Hemlein, schön aus Balvis. Wieder Jojo Eggestein. Ah, diesmal haben sie ihn auf Rechnung. Jetzt haben sie. Sie haben jetzt Eggestein auf Rechnung. Kann ich ihn nie verdenken? Nach den zwei Toren. Ah, Saui, was. Sehr gut. Ah, Stein. Also, Stein schirmt gerade Eggestein echt gut ab. Ja! Elfmeter. Sehr schön. Elfmeter. Tja, kannst dich beschweren, wie du willst. Aber keine Doppelbestrafung, ne? Nee. Matuvila. Hier. Richtig BAM. Spider ist von denen umgezimmert. Jo. Da regen wir uns auch auf. Und das ist berechtigt. Ich weiß, wie ich Elfmeter schieße. Danke. Spalvis schießt den. Ich würde es aber jetzt Azaui gönnen. Ganz ehrlich. Azaui hat heute viel Fehler gemacht, aber ich will ihm die Chance geben, mit dem Elfmeter jetzt alles wieder gut zu machen. Azaui! Tor. 3 zu 0. Alter. Sehr schön. Ja, komm. Fechner holen wir mal raus für Gottwald. Weil wir jetzt auch auf sehr defensiv setzen. Schön gemacht von Azaui. Hast du schön gemacht, Ismail. Und wie angekündigt, Fechner geht raus. Und Gottwald kommt rein. So, sehr defensiv. Ja, nur einen Stürmer haben wir dennoch. Mal kurz. Was ist das denn hier? Das ist so Quatsch. Hä? Voller Blödsinn hier. Azaui. Hemlein bleibt da. Und Bergmann hier mit Gottwald. So. So. Ich habe trotzdem zwei Stürmer noch drin bei defensiv, weil man immer mal wieder einen Konter spielen kann. Kaiserslautern. Die Fans sind auch natürlich voll dabei jetzt. Hemlein. Ah. Knallt da ein Schlüter. Kruse. Viteriti. Das Mamba. Nö. Und Freitas. Haut rüber. Heißt auch Freitas oder Fretas. Ah, sehr schön. Bam! Jetzt bin ich richtig im Fahrt. Jetzt macht's richtig Bock gerade. Ah! Kruse wird aber von Bergmann gestört. Sehr schön. Kraus. Kraus auch wunderbar. Ich liebe Kraus. Oh, oh, schön. Da ist Hemlein. Hemlein, Hemlein. Hemlein! Schade. Ich weiß, ich hätte es vorab geben können oder so, aber es wäre wieder ein riesiges Risiko gewesen. Und wir führen 3-0. Kann ich mir sowas auch mal erlauben. Hemlein auch super. Also mit Hemlein bin ich auch mega happy. Krause auch. Eggestein sowieso. Und aus. Tja. Das war nicht. Und auch Cottbus bringt Scheithauer für Kruse. Oh, so schlecht fand ich Kruse aber heute gar nicht. Ich finde, ja komm, weißt du was, wir gönnen unserem Helden heute mal eine aus, wieder eine Pause. Und zwar Burkhardt schicke ich wieder rein. Der kann ein bisschen Spielpraxis sammeln dafür. Und ganz ehrlich, Eggestein hat sich voll die Pause verdient. So wie der heute gespielt hat. Alter, was ist denn das heute? Auf die ganze Zeit faul zu spielen, ihr Penner. Ich meine, das eine Foul war genial, das hat zum 3 zu 0 geführt. Aber Schlitter. Viteriti. Mamba. Ja, geht doch mal nach hinten. Und Tainaut ist da. Kraus. Sehr schön. Spalvis. Sieht Bergmann. Spalvis würde sich auch sehr gut im zentraloffensiven Mittelfeld machen. So wie der heute die Bälle verteilt hat. Kannst du nicht sagen. Der schießt zwar jetzt gerade keine eigenen Tore mehr, aber er verteilt die Bälle echt genial. So. Und nochmal unsere letzte auswechseln hier. Unser Held, Jojo Eggestein, geht raus. Und Jonathan oder Jonathan Burkhardt kommt. Ich gehe mal von Jonathan aus, weil es ein Deutscher ist. Spalvis wieder. Spalvis auch groß heute. Oh, oh, da ist Jonathan Burkhardt. Der kann jetzt mal was zeigen. Jonathan Burkhardt. Aber wir kriegen eine Ecke. Matuvila. Der Gute muss ein bisschen aufpassen, wie er grätscht hier. Beim nächsten Mal hat er vielleicht Pellen, kriegt Donne rote. Ach, Mist. Gottwald, schön auf Azaui. Ach, schade. Und zu Ende. Wir gewinnen 3 zu 0.
Und sind damit weiter. Oh, und dieses Knistern geht sich alles auch um Keks, ey. Ich hoffe mal wirklich, ey, schickt da noch ein Patch nach. 3:0 gewinnen wir gegen Cottbus. Ist das nicht nice? Ah, ich find's geil. So, dann wollen wir jetzt erstmal auf dieses. Wir müssen gleich wieder gegen Cottbus spielen in der Liga. Jetzt haben wir letztes Mal die Gruppe 4, dann machen wir jetzt wieder die Gruppe 1. Azawi kriegt ein nächstes Level, Grill genauso, das ist gut mit Grill. Schreck geht so mittlerweile, also mehr hin und her, aber wir haben ja noch ein bisschen, ne? Neuseeland? Nein. Ich habe so meine Nationalmannschaften, die ich übernehmen würde, aber Neuseeland gehört da leider nicht dazu. Turnier. Wie sieht es eigentlich auf unserer Reserve, in unserer Jugendakademie aus? Gibt es da schon Spieler, die wir eigentlich so übernehmen könnten? Ja, Schneider mit... Das Problem ist, das sind beides ZMs. Das ist leider das... Müssen wir gucken. Vielleicht hole ich jemanden für... Oh, wo war der mal? Nein, nicht Jugendstab. Der ist mir gerade egal. So. Beide 17, ne? Wir können die ja erstmal in die Mannschaft... Also ich hole sie mal zur Wintertransferphase in die Mannschaft. Weil es gibt ja zum Glück jetzt... Zum Glück, das hat EA reingepackt. Die Möglichkeit, die Spieler, die man aus der Jugendakademie holt, gleich zu verleihen. So. Kann ich gerne mal machen, kein Problem. Und Johannes möchte nur eine Pause haben. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich verstehe es auch vollkommen. Zwei Doppelpack hintereinander. So, Eggestein macht dann mal Pause für heute. Ich lasse Burkhardt heute mal von Anfang an spielen. Thiele rutscht dafür mal rein. Esmer möchte spielen. Jo, warum nicht? Azawi könnte auch mal eine Pause gebrauchen, ne? Ja, komm, hier packen wir Azawi. Ja. Dann lassen wir die beiden heute mal spielen und schauen, wie sie gegen Cottbus sind. Okay, Würzburg ist unser direkter Verfolger, danach kommt Uerdingen. Müssen wir uns merken. Uerdingen und Cottbus, Würzburg sind derzeit unsere Rivalen, kann man fast so sagen. So, Spalbes gleich mit einem 1-0, wunderbar, vierte Minute, so muss es sein. Heinold, kleine Gelbe. Mist, Uerdingen führt 1-0. Gegen Osnabrück. Hemlein 2:0. Oh. Ah, 2-1. Uerdingen 2:1. Kommt schon, Leute. Matuvila mit der Gelben. Das wundert mich nicht. 3:1 durch Esmail. Ja, komm mal, dass ich gleich hier angekündigt. So, hey, ich möchte auch gerne mehrfach spielen. Unsere Ziele sind gefährdet. Was denn? Marke, unsere Marke. Okay. Und was wollt ihr jetzt von mir? Vielleicht einen wichtigen Spieler für die erste Mannschaft. Stürmer. Okay. So, was haben wir denn hier? Dennis Richter. Ne, sorry. Auch nichts. Wie gesagt, ich achte so ein bisschen immer auf das vorgegebene Potenzial und den Marktwert. Weil daran kann man schon meistens sehen, sowas. 91? Ja, gut. Nee. Sorry. Nee. Nicht in dem Alter. Hier gibt's nochmal. Es gibt noch mehr Nachrichten. Gucken wir mal nach. Erstmal, danke für die Chance. Ja, gerne. Und. Eggestein. Ja, gut. Ist auch in Ordnung, wenn du mal eine Pause brauchst. Ist vollkommen in Ordnung. Du hast dir so den Hintern abgeackert. So, Esme würde ich sogar gerne, ehrlich gesagt, hier in die Dings nehmen. In die Auswechsel. Obwohl, wir können gleich mal erstmal gucken. Was habe ich denn jetzt gemacht? Nee. Was mache ich denn da? Bin gerade ein bisschen irritiert. Da, Azawi. So. Ich muss mal kurz mal Esme, was kannst du denn bringen? Ich bin außer linker Flanke. Sturm und linkes Mittelfeld, ja, guck mal. Können wir jetzt nur sogar noch in den Sturm packen. Finde ich gut. Also, der Vorstand möchte, dass wir einen teuren Spieler kaufen. Wow, toll. Wovon? Das ist aber die Frage, wovon? So, wir schicken die zweite Mannschaft in die Trainingseinheit. Schneider und so, die entwickeln sich nicht mehr wirklich, ne? Also, ich finde es schade, das sind Jugendspieler. Ich schau mal zum Winter hin. Zur Wintertransferphase. Ich gucke gerade so ein bisschen auf die Zeit. Meint ihr, wir können heute noch ein zweites Spiel spielen? Also ich bin da gegen Rostock.
gegen RB Leipzig im Dings im Pokal. Aber wisst ihr was, wir spielen gegen Wien Wiesbaden. Das spielen wir heute noch selber. Ich mache das immer nach Lust und Laune. Ich habe da keine Vorgabe, wie ich wo wann spiele. So, Rostock erstmal. Dann schauen wir mal, wie unsere Leute sich gegen Rostock schlagen. Eggestein natürlich gleich mit dem 1:0. Erste Minute. Jojo Eggestein. Nein, er verschießt einen Elfmeter. Ah, schäm dich. Eggestein, der wird noch richtig top hier, Alter. Das ist richtig wichtig auch für uns. Und dann wollen die, dass ich einen neuen Stürmer holen. Hallo, wir haben Spalbes und wir haben Eggestein. Eventuell, wenn sich Spalbes vielleicht verkäuft, dann können wir nochmal drüber reden. Aber sonst ist mir gerade dieses Ziel vollkommen egal. 1:0 gewonnen. Durch ein Tor von Eggestein. So, nächste Einheit. Oh, wir sind jetzt schon 5 Punkte vor Würzburg. Ja, hier. Oh, endlich mal. Hasan Schneider, einen Punkt hoch. Wunderbar. Wie gesagt, ich hoffe, du hast einer von den beiden einfach zentral offensiv. Dann würde ich mir sogar sagen lassen, dass ich Schreck rausnehme. Ja, Oerding hat auch nicht gespielt. Gut, das ist natürlich ein bisschen... Nee. Ja, siehst du mal, Oerding hat nämlich noch... Alter! Ach, die haben alle ein Spiel jetzt mehr als wir. Okay. Ich wollte sagen, hallo? So, wer meckert denn hier? Kann ich Sie was fragen? Ich rotiere mal ein bisschen. Hallo, du bist permanent als Einwechselspieler drin. Was erwartest du? Ja, dann mal heute gegen Wien Wiesbaden, ne? So. Was sagt denn unsere... Ja, guck mal, die sind alle fit. Also warum sollte ich da jetzt was ändern? Tor-News. Keine Spieler. Die haben alle schon gespielt. Wir sind so gesehen das letzte Spiel anscheinend. Ja, dann wollen wir mal loslegen, ne? Machen wir heute mal 2 Spiele. Vielleicht kann ich das in jeder Folge mal reinpacken, dass ich vielleicht so 2 Spiele spiele oder so. Finde ich eigentlich auch ganz unordentlich eigentlich, weil diese Folgen gibt es ja nur 2-mal. Also jeden zweiten Tag. So. Und damit wollen wir heute mal uns begrüßen. Wir spielen hier, ja. Kaiserslautern weit oben. Will die Herbstmeisterschaft hier einsacken und kann sich jetzt nochmal auf 4 Punkte wieder von Oerding absetzen, wenn dieses Spiel gewonnen wird. Und es geht los. Starten wir mit der Partie. Sehr schöner Hackentrick. Hemmlein, lauf! Ach Mann, ey, wie ich das hasse, wenn die Leute nicht laufen. Lauf, Hemmlein. Einwurf für uns, würde ich mal... Was? Hä? Kakajan. Schön. Ach, wir spielen sogar zu Hause. Das ist sowas Feines. Boah, schweinig. Oh, Brandstätter. Ich will... Oh Gott, ich... Ich sehe ja wirklich den November herbei, wenn ich da diese... Ah! Wenn ich das neue Petter habe, ey. Das ist so ein Krampf mit diesem... Ich weiß nicht, wie Leute das hinkriegen. Ich bewundere die Leute, die da so spielen können. Schön, Sternberg lässt Darms einfach nicht zum Zug kommen. Asaui. Erstmal langsam wieder aufbauen mit Heinold. Bezieht Asta mit ein. Fechner. Sehr schön, Schreck. Ah, Eggestein. Die Leute haben Eggestein jetzt einfach auf Verrechnung die ganze Zeit. Ist auch verständlich. Schießt hier pro Spiel ein Tor. Mindestens ein Tor, also von daher. Jetzt ist wieder Schreck dran. Ah, Mist. Kann man Mockenhaupt nicht vorbei, Modica. Da ist wieder Brandstätter. Aber Asta ist da. Bauen wir mal langsam auf. Fechner. Mann, Dreck. Oh, wo gerade gucken, welcher Spieler im Fokus ist. Naja. Yep. Yep. So. Schipnowski. Nein, Sternberg.
auf Fechner wieder. Schreck. Und da ist wieder Eggestein. Schön, der liegt vor für Hämlein. Hämlein! Oh. Kolke kann ja froh sein, dass er seinen Spieler da mitgewirkt hat. Nö. Alter. Sternberg, du bist so klein. Knapp. Pfosten. Mist. Alter. Die spielen eng heute. Die spielen echt eng. Dams. Schipnowski. Meine Außenstürmer sind ein bisschen zu klein, habe ich gerade gemerkt. So, sehr schön. Nach vorne! Eggestein schön aufs Balbis. Da kommt Fechner, warum, was auch immer Fechner an einem Sturm tut. Jo. Hallo. Würde mal jemand kommen? Muss halt mit Schreck Vorliebe nehmen. Ah, Vorteil, okay. Asta? Nee. Das war nichts großer. Das war nichts. Schipnowski, da wieder Brandstätter. Alter, was ist das denn? Scheffler. Kraus, was ist los mit dir? Sternberg, schön. Asau, jetzt müssen wir mal schnell hier machen. Asaui, läuft. Ernsthaft? Och, Mann. Gut, erste Halbzeit vorbei. 0-0 noch. Na, ich lasse sie erstmal so. Sie haben ganz, also sie spielen heute nicht alle nicht ganz auf der Höhe, aber es gibt jetzt keinen, wo ich jetzt sagen muss, der muss jetzt unbedingt raus. Sehr schön, Heinold. Jetzt kommt Fechner. Schreck. Mit Doppelpass. Willst du mich verarschen? Das war kein Abseits. Boah. Also da kommst du mal durch diese Mauer. Die sich da Abwehr schimpft. Schreck wieder. So. Mockenhaupt stellt heute Eggestein echt zu. Also der kommt da einfach nicht durch. Sehr schön, Hämlein. Sehr schön. Eggestein. Jojo, Eggestein. Nein! Oh, da war Mockenhaupt wieder dran. Jesus. So, Spalvis. Wieder auf Eggestein. Der zieht durch! Ein Tor! Ja, Jojo, Eggestein! Fahne hat die Szene verdeckt. Schade. Ich hab einen Screenshot gegeben. Oh, nice hier. Wieder mal Spalvis zusammen mit Eggestein und zack. Wunderschön. Jojo, Eggestein. So. 9. Tor schon. So, Schreck macht jetzt nochmal eine Pause. Biada kommt rein. Schreck heute auch ganz gut gespielt. Oh, ist das schön. Ich muss aber sagen, es macht wirklich Spaß, wenn das Spiel so ein bisschen herausfordernder ist. Also für mich ist halb Profi, ja. Haha, herausfordernder. Spalvis, geschickt vom Eggestein. Was ist denn hier los? Spalvis! 2-0. Alter, was ist denn plötzlich los mit euch? Ich weiß nicht, ob gerade die Tore holen, ne? Aber
ist denn los? Und da soll ich einen neuen Stürmer holen? Vorstand, du kannst nicht mehr. Da, die Leute jubeln, sie toben. Auch zu 9 Tore. Beide Stürmer 9 Tore. Ja. Also, sorry, aber da kann mich der Vorstand mit seinem Ziel mal. Ich habe hier zwei Stürmer, die sich gegenseitig die Bälle zuschanzen und bereits gemeinsam 18 Tore geschossen haben. Könntest du mich mal, ey. Fechner. Ah! Biada, was tust du? Nein, Biada, was machst du denn da? Da spielt der Dams den Ball zu, bist du bekloppt? Kollege. Nö. Schön, Ball wird schickt. Hemlein. Biada! So. Kolke kam ja gerade noch so dran. So. Ich würde gerne wieder ein bisschen defensiver jetzt spielen. So, jetzt kommt erstmal die Auswechslung. Theodor Bergmann kommt für Gino Fechner. Moment. So. Gucken, dass das auch alles eine Richtigkeit hat. Nein, hat es nicht, wie ich mir schon gedacht habe. Ich weiß nicht, was der PC da für ein Problem hat. Ich habe es doch voreingestellt. Warum macht das nicht? So. So, zack, Hemlein. Kraus, schön, wieder auf Hemlein. Mist. Rivero hat den Ball. Kommt da nicht weiter, das ist schon wieder Hemlein. Oh, böser Fehler, Hemlein. Eggestein war da schon wieder. Heinold, schön, auf Biada. Hemlein. Biada. Spalvis. Eggestein. Aber abseits. Alter. Richtig schön. Kolk. Ja, Mockenhaupt. Ja, ich glaube, jetzt hat Mockenhaupt so langsam. Ja, bei Mockenhaupt, glaube ich, so langsam die Puste raus, dass der nicht mehr hinter. Egge. Oh, du Scheine, was machst du denn da oben? Asta. Biada, schön. Biada hat zwar gerade mit diesem Schnitzer da im Kopfball, aber man muss ehrlich sagen, hat sich jetzt schon, hat schon richtig aufgetrumpft hier. Asta. Mist. So, dann wechseln wir mal aus. Ja komm, Azawi geht hier gerade schon auf dem Zahnfleisch. Ich schick mal Gottwald rein. Einen weiteren Verteidiger. Ein bisschen dicht machen hier. Nämlich nur 5 Minuten vor Abpfiff. Ach man. Oh, fuck, Brandstätter! Oh. So, da kommt die Auswechslung. Azaoi raus für Gottwald und auch Schipnoski geht raus. Und es kommt Thierry. So, Daniel, Kofi, Thierry. Bam! So. Sehr schön, Hemlein. Nein, ich hätte weiterlaufen sollen. Ah! Das hätte man ja nicht wissen können. Dams. Scheffler. Ne. Ja, da fängt ab. Schön, wieder auf Hemlein. Hemlein auch wunderbar. Oh, Eggestein. Eggestein! Ich liebe es. Wunderbar. Yeah. Yeah. Da war der Boden weg. Jojo, Eggestein. Das sind seine Spiele. Das sind seine Spiele. Leck mich mit deinem Wunsch. Wir wollen einen besseren Stürmer. Gibt's nicht. Ja, wunderschön. Damit gewinnt auch Kaiserslautern gegen Wien Wiesbaden mit 3:0. Schön. Natürlich, wenn das jetzt so anhält, wie jedes Spiel 3:0 oder höher gewinnen, muss ich natürlich noch nachdenken. Aber wie gesagt, dann eher erstmal, wenn ich den Dings habe, wenn ich den... Weiterhin auf der Siegestraße, ja, wenn ich das neue Pad habe, weil mit dem hier, ne. Sorry, nein. So. Hast du einen Punkt auf, super. Ja, Leute, ich würde mal sagen, das beende ich die Folge für heute.
Wäre super, wenn ihr den Part bewerten könntet. Denkt auch an den roten Bundesliga-Knopf hier unter dem Video, wenn ihr es bereits schon getan habt. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Wow, wow.